So viele Selbstständige waren enorm erfolgreich. Aber dann kam die Corona-Krise und plötzlich verändert sich alles. Oder du standest kurz vor dem Durchbruch, dein Business ist so gut gelaufen und dann plötzlich steht einfach alles still. Was wäre, wenn du sofort neue Kunden anziehen würdest, ohne dich dabei verbiegen zu müssen? In diesem Video zeige ich dir, was die meisten falsch machen und worauf es wirklich ankommt, dass du zu einem Kundenmagneten wirst. Einer der größten Fehler ist es, sich auf die Followers zu konzentrieren. So viele Selbstständige haben enorm viele Followers. Aber können sie auch ihre Rechnungen bezahlen Ende Monat? Das sehe ich immer wieder, dass zwar Menschen groß aussehen, aber nicht wirklich erfolgreich sind. Ich bin im Gegensatz zu anderen immer noch eine kleine Maus, aber ich habe konstant immer neue Kunden. Weil ich mich nicht auf Followers konzentriere, sondern wirklich darauf, Menschen zu helfen, weil dazu kommen noch viele, viele Punkte. Also bleibt dran. Wohl einer der fatalsten Fehler ist, dass man sich zu fest auf die Strategie fokussiert und dadurch nicht mehr authentisch ist. Oder dass, weißt du, die Menschen spüren deine Energie. Und wenn du nicht authentisch rüberkommst, dann bucht auch niemand bei dir. Da kannst du noch so groß sein, da kannst du vielleicht Likes bekommen, aber buchen sie dann auch wirklich? Das ist ein unglaublicher Punkt, wo ich immer wieder sehe, dass die Menschen sich nicht leiten lassen, weißt du, nicht so im Flow sind, sondern einfach, ja, sie haben eine Strategie und auch beim Sprechen oder beim Schreiben, man merkt einfach, das ist Formel XY, habe ich schon tausendmal gesehen, ach komm doch mal mit was anderem. Und authentisch aufzutreten ist, einfach mal mit was Neuem zu kommen, einfach mal anders zu sein. Und dafür stehe ich. Ich bin anders. Ich bin einfach komplett anders als die anderen, weil ich erstens völlig rebellisch bin. Zweitens einfach Dinge anspreche, was andere nicht ansprechen. Und bei mir einfach wirklich, bei mir lernst du wirklich komplett andere Dinge. Aber auch da, das so rauszubringen, dass die Menschen das wirklich begreifen, das ist auch für mich nicht einfach, weil wie viele Menschen gibt es da draußen, die alle gleich aussehen? Und wir Menschen sind doch gelangweilt, wir wollen das nicht mehr hören. Wenn ich da so eine 0815-Formel höre, denke ich mir, hör doch auf, schon wieder so eine. Und da auf dem Markt zu bestehen und einzigartig rüberzukommen, das ist nicht einfach. Der Markt ist übersättigt, der Markt ist zu groß. Und da einfach einzigartig zu wirken, das ist nicht einfach. Ein weiterer Punkt, den ich immer wieder sehe, wo ich nicht begreife, warum das die Menschen das nicht checken, ist, dass man zu fest von sich selber spricht. Also geh doch mal auf Homepages. Bei Homepages siehst du es extrem. Da kommt immer über mich. Hallo, ich bin so, ich heiße so und so und blablabla. Wer interessiert das? Wenn das später kommt, okay. Aber es ist so wichtig, dass du einschlägst. Es ist so wichtig und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich wieder zu fest von der, ja, von der Technik spreche, anstatt vom Problem vom Kunden. Weißt du? Klar ist es wichtig zu wissen, wer bist du, was hast du für Ausbildung, was für Techniken hast du gelernt. Das ist ja alles gut und recht, aber der Mensch hat ein Problem. Eben, wir sind bei dem Punkt, beim ersten Punkt. Der Kunde, der hat so viele Angebote da draußen. Und da kommst du mit über mich. Hast du das Gefühl, die Menschen lesen das? Aber wenn du zuerst damit kommst, mit einem so ein Gamechanger, weißt du, mit so einem, alle anderen sagen das, ich sage genau das Gegenteil. Wow, wer ist denn das für eine? Weißt du? Also, so mit krassen Titeln und schnell mal zeigen, ich bin anders. Oder schnell mal zeigen, du hast das Problem, ich habe die Lösung und ich weiß genau, wie ich dir helfen kann. Und nicht Technik, Strategie und
Das ist ja auch wichtig zu wissen, eben, dass der Mensch weiß, okay, du bist ein Coach. Aber ich sehe so viele Menschen, die einfach immer wieder in ihrem Slogan Lebenscoach oder Life, keine Ahnung, Coach. Ist ja gut und recht, aber braucht es der Mensch wirklich als erstes zu wissen? Ist das so unglaublich wichtig? Ist es nicht wichtiger, im Vordergrund das Problem vom Kunden zu erwähnen und die Lösung, dass er haben will? Erst dann hast du aufmerksam, so erwächst du Aufmerksamkeit. Dann kannst du immer noch über mich schreiben und vielleicht kurz mal deine Technik anschneiden, aber muss der Kunde wirklich wissen, was genau du da tust? Das ist doch dem egal. Der will einfach, dass du ihm hilfst. Der will wissen, was bringst du ihm? Also konzentrier dich doch darauf. Auch ein fataler Fehler ist, dass man keine Klarheit hat. Man weiß gar nicht, wer ist denn mein Kunde? Das hast du sicher schon 100.000 Mal gehört, diesen Avatar. Aber das Problem ist, wenn der Avatar bleibt, dann puh, da kannst du noch lange für jemanden sprechen. Ja, gibt es den Menschen dann überhaupt? Und das habe ich mich auch immer wieder erwischt. Immer wieder habe ich mich erwischt, wo ich gemerkt habe, okay, ich spreche jetzt wieder mal zu Tausenden und schlussendlich spreche ich zu niemandem. Und das ist etwas, du hast nicht einfach einmal deinen Kunden definiert und dann hast du ihn für immer. Nein, du entwickelst dich ja stetig weiter und auch deine Kunden entwickeln sich stetig weiter. Also musst du es immer wieder aufs Neue überdenken. Das ist wohl das Anstrengendste von allem. Ich weiß, die meisten machen den Fehler, dass sie einfach mal einmal ihr Business definieren und dann bleiben sie in dem. Und dann klagen sie, warum kommen die Leute nicht? Ja, die Welt verändert sich, deine Kunden verändern sich, du veränderst dich. Du musst halt schon immer wieder hinsehen. Und als Selbstständiger, das Schwierigste ist wirklich, mit der Zeit zu gehen, mit immer wieder alles zu überdenken, zu fühlen, wenn da eine Veränderung ansteht. Du kannst nicht stur auf deinem Weg bleiben und dann jammern, dass die Menschen nicht kommen. Du musst einfach schon ein Vorreiter sein, weißt du? Ich sage immer, Intuition ist so wichtig als Selbstständiger. Du musst fühlen, wann sich was verändert und vor allem, du musst eigentlich die Probleme schon im Vorfeld checken, wenn sie noch gar nicht da sind. Klingt jetzt blöd, aber du musst ein Vorreiter sein. Du musst schneller sein als die anderen. Wenn du schaust, was andere tun, wenn du eben zu wenig authentisch bist, zu fest schauen, was andere tun, dann bist du wie einer wie jeder. Und dann gehst du einfach mit der Masse mit. Nein, du musst eben nicht mit der Masse mitgehen, sondern du musst deinen eigenen Weg. Du musst schneller sein, du musst schlauer sein. Uff, das ist eben die Schwierigkeit bei Selbstständigkeit. Und weißt du, ich finde es so cool, wenn ich erst vor einer Zeit lang wollte ich, dass mein YouTube-Kanal noch ein bisschen besser wird und habe da jemanden kostenloses Beratungsgespräch bei jemandem gebucht. Und dann habe ich gemerkt, dieser komplette Ablauf, der ich auch gelernt habe im Marketing, weißt du, weil ich habe ja, also vor meiner, ich bin Medium und ich bin Buddhist, aber ich habe 16 Jahre in der Werbebranche gearbeitet, davor als Angestellter und ich habe 1,5 Jahre Marketing gelernt. Also von daher, ich kenne so ziemlich einmal jede Strategie, die da auf dem Markt ist. Und dann kam dieser genaue Ablauf, den ich auch gelernt habe. Und dann habe ich demjenigen am Telefon gesagt, ja, ich weiß, jetzt stellst du mir gleich diese Frage. Ja, ich kann dir die Antwort schon gleich geben. Langweile doch die Menschen nicht. Klar gibt es Strategien, die funktionieren und so. Aber wenn das Hunderte, Tausende auch so machen, mach doch nicht das Gleiche wie jeder. Du langweilst die Kunden. Wenn du solche erwischst, die nicht alles gleich schon kennen wie ich, dann okay. Aber wenn du jemanden erwischst wie ich, der schon so vieles gesehen hat, da kommt eine Frage daher und ich denke mir, ach komm, spül den Scheiß. Ich habe ich schon 1000 Mal gehört, will ich nicht mehr hören. Also du musst deinen Kunden ganz genau kennen. Also nicht deinen Avatar, der es vielleicht gar nicht gibt, sondern deinen Kunden. Das ist nicht so einfach, aber warte kurz, ich sag dir noch mehr dazu. Bist du vielleicht auch so ein Scanner?
so eine Scanner-Persönlichkeit, die tausend Dinge auf einmal macht, Riesenchaos und ein bisschen von dem, ein bisschen von dem und ah, ich habe hier noch eine Idee, das könnte ich noch und hier könnte ich noch. Ich bin so ein Mensch und ich weiß, wie anstrengend das ist. Auch da musst du einfach wirklich dich immer wieder erwischen, wenn du sowas tust, weil als Scanner verzettelst du. Und ich sehe es so bei so vielen Selbstständigen, die verzetteln sich andauernd. Und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich mich nicht, ich mache Dinge nicht fertig und das weiß ich haargenau. Ich weiß genau, dass ich so ein Typ bin. Und ich zwinge mich dazu. Ich muss die Dinge fertig machen. Wenn ich einen Geistesblitz habe, weil die Geistesblitze sind wichtig, aufschreiben, unbedingt aufschreiben. Aber nicht gleich tun, weil sonst verzettelst du dich wieder. Also auch das ist ein Thema. Also da musst du dich schon immer wieder erwischen, weil das macht dich erfolgreich, wenn du wirklich Klarheit hast, wenn du genau weißt, wie dein Kunde tickt, wenn du wirklich ganz klar bist und vor allem authentisch. Ja, aber wie setzt du jetzt das Ganze um? Jetzt habe ich alles erzählt, auf was du achten musst, aber wie setzt du es jetzt um? Und genau dazu habe ich jetzt, yay, endlich meinen Videokurs fertig gemacht. Mein Videokurs in einfachen Schritten zu absoluter Klarheit und authentischem Erfolg. Was lernst du da genau? Ja, genau die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, aber das wirklich in die Tiefe. Auch wie du eine Homepage gestalten musst, dass sie wirklich einschlägt, dass du dich abhebst von den anderen, wie du die ganze Technik umsetzt, also wo du zum Beispiel auch kostenlose Bilder findest, wie du alles emotional machst, vor allem emotional sprechen, emotional schreiben, also Dinge, die einfach wirklich wichtig sind, wie du dich wirklich konstant von anderen abhebst und wie du zu einem Kundenmagneten wirst, dass du nicht da raus musst und verkaufen musst, das will doch keiner. Und vor allem die Menschen wollen nicht, dass du was erkaufst, die wollen, dass du hilfst. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass du energetisch wirklich mit der richtigen Energie, dass du so richtigen Magneten, eine Anziehungskraft wirst und nicht die Kunden eben schon gleich gelangweilt sind und denken, boah, die will mir wieder was verkaufen. Nein, sondern einfach wirklich ein Vertrauen zu dir aufbauen, ein wirklich authentisches Vertrauen. Und vor allem, was enorm wichtig ist, dass du deinen Weg findest, weil nicht jeder Mensch braucht die gleiche Strategie. Also auch da wirst du es bei mir lernen, was es alles gibt und was zu dir am besten passt. Also da draußen gibt es so viele Angebote und jeder hat seine Strategie, aber woher wirst du wissen, welche Strategie deine ist? Und genau deshalb wirst du in meinem Videokurs alle Strategien mal sehen. Du wirst wissen, wie du sie umsetzen kannst. Und da kannst du dann individuell schauen, was passt zu dir. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also schau mal unterhalb von diesem Video, lies dich da mal rein und du wirst sehen, dass dieser Videokurs, der kann dein Leben komplett verändern und dir schlagartig neue Kunden bringen.